Wir legalisieren Cannabiskonsum jetzt, weil die Drogenpolitik im Bereich Cannabis ist einfach gescheitert. Was ist passiert? Wir haben immer mehr Kinder und Jugendliche, die konsumieren, junge Erwachsene konsumieren. Der Stoff ist zum Teil sehr unrein, also es gibt Beimengungen, es gibt zum Teil sehr hohe Konzentrationen, toxische Konzentrationen und es gibt natürlich die Kriminalität der Drogendealer, die versuchen, Cannabiskonsumenten auch für andere Drogen zu gewinnen. Eine gescheiterte Cannabispolitik, die einfach so nicht weitergehen konnte. Jetzt kann jeder für den Eigenkonsum Cannabis selbst anbauen. Bis zu 3 Pflanzen sind erlaubt. Darüber hinaus kann man Mitglied in einem Cannabis-Club werden und dort kann für den Eigengebrauch dann Cannabis bezogen werden. Bis zu 50 Gramm pro Monat. Weitergabe an Dritte, selbst verschenken ist nicht erlaubt. Kauf auf dem Schwarzmarkt bleibt verboten. Wir wollen den Schwarzmarkt ja bekämpfen und somit haben wir so etwas wie eine vernünftige Teillegalisierung. Diejenigen, die konsumieren, die können das auch ohne auf einen kriminellen, verunreinigten und auch gefährlichen Schwarzmarkt zurückgreifen zu müssen. Die Anbauvereine sind reglementiert, das ist nicht sehr bürokratisch, aber sie werden kontrolliert, nicht mehr als 500 Mitglieder. Dann wird dort geprüft, dass diejenigen, die konsumieren, auch wenn sie wollen, Präventionsangebote bekommen, sodass niemand richtig süchtig wird. Es muss ein Präventionsbeauftragter da sein. Und wir machen natürlich auch sicher, dass dort nicht also anderer Handel stattfindet. Somit das ist schon ein in sich schlüssiges Konzept. Natürlich kann man nur Mitglied werden ab 18. Konsum, Verkauf, Verkauf an unter 18-Jährige bleibt verboten. Unser Kinder- und Jugendschutz wird neu aufgestellt. Also die alleinige Verbotspolitik bringt wenig. Es bleibt zwar verboten bei Kindern und Jugendlichen, das wird aber alleine nicht reichen. Immer mehr Kinder und Jugendliche konsumieren, das wollen wir ändern. Wie wollen wir das tun? Wir klären auf. Es ist wenigen Kindern und Jugendlichen bekannt, Cannabis ist für das wachsende Gehirn so etwas wie ein Gehirngift. Das heißt, wenn man regelmäßig konsumiert, auch wenn man wenig konsumiert, beschädigt man dauerhaft sein Gehirn. Wir wollen natürlich, dass es dabei bleibt, keine Werbung. Werbung bleibt komplett verboten. Und in der Nähe von Schulen, Kitas, Jugendeinrichtungen darf nicht konsumiert werden. Da muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 100 Metern per Sichtweite eingehalten werden. Es wird ja sehr viel gegen dieses Gesetz polemisiert. In Bierzelten zum Teil mit dem Bierkrug in der Hand. Wahrheit ist, die Suchtforscher begrüßen das Gesetz, weil sie sagen, wenn man hier legalisiert, wird der Schwarzmarkt zurückgedrängt. Der Konsum steigt nicht, aber er wird sicherer. Und kombiniert mit so einer Jugendkampagne können wir auch Kinder und Jugendliche besser erreichen. Somit ein gutes Gesetz. Das wollen wir auch zeigen, daher wird der Kinder- und Jugendschutz schon nach 1,5 Jahren ausgewertet. Ob wir die organisierte Kriminalität zurückdrängen können, das untersuchen wir nach 2 Jahren und das gesamte Gesetz wird nach 4 Jahren noch einmal untersucht.